Hallihallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und heute in diesem Video geht es ein bisschen was um Ernährung. Wenn du das wissen willst, bleib dran. Wir sehen uns gleich. So, als erstes muss ich mir einfach ein bisschen Wasser holen. Eine gute Flasche vom Bachgold kann ich nur empfehlen. Ups, spritzt ein bisschen, du. Super gut, das haben wir. Okay, ich muss jetzt hier noch mal kurz anhalten und auch vielleicht jetzt ganz außer der Reihe, aber wenn man sowas findet, es ist einfach Gold wert, Leute. Guckt mal. Eine ganze Birke, die hier komplett irgendwie aufgerissen ist. Und damit Totholz ist. Das Zeug, wunderbarer Zunder. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das gerne mal hier oben in der Ecke. Schaut dort gerne mal vorbei. Zunder gibt es in verschiedenen Varianten. Und das ist der beste natürliche Zunder, meiner Meinung nach. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch so geil für Zunder auf Naturbasis kennt. So, also, nochmal jetzt zum Thema Nahrung. Viele Leute sind unterwegs, das Gepäck muss leicht sein. Selbst Trekkingnahrung braucht man dann halt Wasser dafür oder wie ich jetzt einen Wasserfilter dabei und eine Gewährleistung von frischem Wasser. Sonst brauchst du das Zeug auch nicht mitnehmen. Ich habe da jetzt was gefunden und es ist ja auch seit letztem Jahr so, dass man Tierprodukte in Form von Mehl auch dann industriell nutzen darf. So, ich rede von Mehlwürmer, Heuschrecken, Grillen, unter anderem irgendwie so eine ganzen Insekten. Viecher, nenne ich sie mal so. Ich habe mir jetzt was Geiles bestellt. Ich habe da jetzt einmal europäische Wanderheuschrecken, Grillen und Mehlwürmer. Die werde ich jetzt heute in diesem Video lecker zubereiten. Ich habe sie vorgeröstet im Backofen zu Hause. Habe mir ein bisschen Dip mitgenommen, eine salzige Variante und eine mit Gemüse. Das wird auf jeden Fall sehr lustig und ja, am Ende des Videos werde ich natürlich mein Fazit darüber berichten, ob es sich lohnt, Kosten, Preis, Leistungsverhältnis und so weiter. Das werden wir gleich sehen. Ich suche mir jetzt gerade einen gemütlichen Platz hier im Grün und dann mache ich es mir da bequem und dann fangen wir an. So, ich bin angekommen. Ich habe mir ein kleines gemütliches Plätzchen hier gesucht und hierum handelt es sich. Insektenmischung. Wir haben die Grillen. Achetta domesticus, Mehlwürmer, Tenobrio molitor und Heuschrecken, Locusta migratoria. Das sind vermutlich mal die lateinischen Namen. Wenn ihr es genau wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist das Leckere quasi. Das ist die Proteinquelle. Dann habe ich mir zwei Dips hier von dem guten Lidl mitgenommen. Nochmal ein Paket Bio-Paprika, Snack-Paprika. Die werde ich gleich aufschneiden. Bisschen da von dem Dip reinmachen, die Antipasti-Creme mache ich da rein und dann rösel ich die Dinger da oben drauf. Genau, so wird es sein. Habe ich Bock drauf. Und Chips. Ich werde das auch mit Chips probieren. Das ist die salzige Variante. Einfach ein bisschen Dip oben drauf und dann ein paar Mehlwürmer drauf oder auch eine Heuschrecke so als Topping. Ich glaube, es wird ganz cool. Also, ich werde das jetzt mal vorbereiten, zubereiten, werde euch da zeigen und dann werden wir gleich die Verkostung machen. Ich bin sehr gespannt. Bisher habe ich viel gehört, dass das nach Nuss schmecken soll. Ich weiß es nicht, weil die Dinger fressen ja keine Nüsse. Also, warum sollten sie danach schmecken? Ich weiß es nicht. Wir werden es ausprobieren. Also, wir fangen mal an. So, und da ich die zu Hause schon vorgeröstet habe, habe ich die jetzt einfach ein paar Mehlwürmer und die Heuschrecken zusammengepackt und hier auch Grillen und Heuschrecken zusammengepackt. Ach so, und bevor es dann heißt, dass ich die ja mit irgendwas esse, was sehr den Geschmack übertünchen würde, werden wir dann jetzt mal uns die 3-4 Stück da pur reingeben, ne? Würde ich sagen. Wir testen das Ganze mal.
Geröstet sind sie. Kleine Füßchen haben sie auch noch. Let's go. Mmh. Ja, schmeckt echt wie, ich muss sagen, wie Holz. So, wo ich hier gerade sitze. Bisschen wie Tanne. Aber ich glaube, auf Paprika mit ein bisschen Antipasti könnte das hinhauen. Mal gucken. So, ich würde sagen, wir widmen uns auch noch mal den Grillen und so eine Heuschrecke, ne? Ganz pur, ohne irgendwas, nur geröstet. So, bei den Grillen ist wichtig, die Beine sind meistens immer schon ab, die fallen immer schon ab beim Rösten. Aber bei den Grillen ist wichtig, Flügel weg. Das würde ich jetzt einfach mal so festhalten und so ziehen. Hier, die Flügel müssen ab. So, weil das soll, glaube ich, nicht schmecken. Und dann hast du hier den Leib. Oh, da ist noch Flügel. Also geil sieht anders aus, kann ich euch sagen, ey. Aber das ist dann das Viech. Und ich würde sagen, let's go, ne? Hat so ein bisschen eigenen Geschmack, muss ich sagen. Mit Fantasie ist das Hühnchen. Ja, mit Fantasie ist das Hühnchen. Ich denke nur an die Proteine. Und crunchy, auf jeden Fall crunchy. Aha. Okay, und noch mal ein paar Grillen, würde ich sagen, ne? Ja, super gut. Also ich muss sagen, die haben halt überall, also ich habe davon alles zwischen den Zähnen und so. Aber okay, jetzt haben wir hier noch die Grillen. Pur. Der Hund will auch. Warte mal, Hund. Ja, warte doch mal. Das sind meine. Willst du die etwa auch haben? Hey, chill, 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 dein Leben. Wollen wir uns jetzt ums Essen hier streiten? Hallo. Du Affe. Guck mal, er denkt sich, ich fresse jetzt kleine Tiere, also können wir das zusammen essen, ne? Gehen wir mal dann im Sommer auf Grillenjagd, ja? Also, zwei Stück. Hab. Also muss ich sagen, naja, da ist jetzt nicht wirklich viel dran. Die machen nur so wie Flips. Vom Geräusch her, Konsistenz wie so ein Maisflip. Ja, aber der Hund mag sie auf jeden Fall auch. Jups, wir zanken uns jetzt und jetzt werde ich sie nochmal lecker herbereiten. Und euch da nochmal sagen, wie das schmeckt. Bisher Hühnchen auf so Tannenbasis. Also irgendwie Holz. Ich würde sagen, es ist Holz. So, als erstes werde ich mal die mit Paprika ausprobieren. Dafür nehme ich mir hier so ein, zwei. Ja gut, ich habe die jetzt ja nicht gewaschen. Am besten vorher immer waschen. Aber gut. Ich probiere das mal aus hier. Also so, wie ich mir das überlegt hatte, könnte das ziemlich geil sein. Ich wollte jetzt so eine Paprika hier aufspalten, halbieren, so. Dann ein bisschen Antipasti da drauf. Und dann sollte das doch aber, glaube ich, auch ganz cool sein. Wir werden es mal testen. Also, ich werde jetzt erstmal ein paar von den Dingern hier herrichten, so kleine Schiffchen. Und dann werde ich euch das gleich mal zeigen. So, also, ich habe mir jetzt hier ein bisschen was vorbereitet. Das sieht auf jeden Fall sehr köstlich aus, muss ich sagen. Hat schon was. Wir werden es jetzt probieren. Ja, und ihr seid dabei. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, pur geht so. Mit dann vielleicht noch ein bisschen Topping, das, ja, was jetzt hier die mediterrane, was der mediterrane Dip ist. Und Paprika ist, glaube ich, auch nochmal schön spritzig. Von daher kann das jetzt, glaube ich, ziemlich geil schmecken. Ich bin gespannt. So, also lecker Schmecker. Gesehen habt ihr es. Es ist herrlich wunderbar angerichtet. Ich habe das von jedem etwas gemacht. Einmal eine Chips-Variante, einmal eine Paprika-Variante. Und ich werde es jetzt einfach mal direkt so. Opa, lacht. Der Film ist fast runtergefallen. Erstes mit den Mehlwürmern, Paprika und Dip. Hund hat auch Bock. Mhm. Also da schmeckt man es nicht, muss ich sagen. Schmeckt es sehr nussig. Mhm. Das ist das Nussige, was die Leute machen. Also pur, nicht so gut. Mit irgendwas anderem
schmeckt das dann auf jeden Fall, kriegt das eine nussige Note. Jetzt kommen die mit den Chips. Es wäre mir da gerade irgendwas vom Baum noch dazugefallen. Aber wenn es ein Tier gewesen wäre, wäre das ja nicht so schlimm. Proteine, Proteine, meine Lieben. Ja gut. Also ganz ehrlich, bei Chips merkst du ja gar nichts. Wenn ihr es ausprobieren wollt, Leute, kann ich jetzt direkt schon mal sagen, Chips, sehr gut. Du hast eh einen Crunch im Mund und dann schmeckst du die Dinger auch gar nicht. Pur, ja, nee. So, die Grillen mit Dip und Paprika. Auch wieder ziemlich schwierig auseinanderzuhalten, was da jetzt knackt oder so. Geht auch voll fit. Und drauf achten, kleine Snack-Paprikas. Wenn man die halbiert, du hast halt hammer viel Paprika im Mund. So. Jetzt grillen mit Chips und Dip. Also ganz klar mit Chips mein Favorite. So, jetzt kommt hier die gute Heuschrecke mit Dip und Paprika. Ich muss sagen, die schmecken schon eigen. Und Paprika, viel Paprika im Mund. So. Und den Chips mit Dip und Grille. Ja, ich habe immer noch Paprika im Mund. Ja. Voila. Also Fazit, kann man essen. Die Heuschrecken sind auf jeden Fall echt ein bisschen geschmacklich eigen. Und es bleibt alles irgendwo zwischen den Zähnen hängen. Gut, also es hat gemundet. Ich muss sagen, natürlich, wenn man jetzt die Dinger so einfach essen würde, muss man nicht dazu schleppen. Ne? Also vom Gewicht her, wenn man das dann wirklich unterwegs mitschleppen möchte, ist das natürlich cool, weil das nicht viel wiegt. Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe recherchiert im Internet und auf der Seite, wo ich die her gekauft habe, auf unter dieser Stelle keine Werbung, aber snackinsect.com, könnt ihr gerne mal drauf gucken. Ich werde euch den Link einfach mal unten in die Videobeschreibung packen. Ein Kilo davon kosten 480 Euro. Also das ist halt keine günstige Alternative, sondern das ist halt einfach ein richtig krasses High-End-Protein-Food. Was natürlich aber auch irgendwie trotzdem geil ist, weil das sehr hohe Proteinwerte hat im Vergleich jetzt zu irgendwelchen anderen Sachen. Ja, genau. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was ich vielleicht mal essen könnte oder sowas, oder was ihr vielleicht selber mal sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, gerne abonniert. Glocke nicht vergessen zu aktivieren für neue Videos, Leute. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin.